Weil wegen des Anwalts. Geil. Weil Ja. wegen des Anwalts, ja. Das ist eine schöne Begründung, Vampi. Sehr Ja, schön. ne? Geil, die macht einen Abgang durchs Tor. Find nur noch das Lied dazu. I believe. Ja! Der erste Anwalt, der so umgefallen ist. I believe I can. Ja! Ja! Super. Ach, geil. Warte, bewegt sich gar nicht. Den können wir doch in Ruhe lassen. Guten Den Tag. verklopften Abendzombie, der gar nichts macht. Boah, egal. Erstmal drauf ankloppen. Mal sehen, wie er dann Ah, kann nie reagiert. verkehrt sein. Warum? Einfach kloppen. Weil wir es können! Nein! Ihr lasst das Tor in Ruhe! Nein! Seid brave Zombies! Geht zurück in eure. Geil! Das war ein Ehepaar! Die flogen gleich beide! Die flogen. Alter! Leute, wie weit fliegt ihr denn? Ist doch kein Wegfliegen, ja. Wegfliegen. Wegfliegen. Ja. Ist so ein witziges Lied, wo so Zeichentrick-Zombies da zu sehen sind. Fängt so ein Zombie dann an. I'm just a lonely zombie. I want to eat some brain. Ja, genau. Das Oh, ist so sag mal. Geil. Die scheuert uns einfach eine. Mensch. Ja, Ja. noch ein Anfall, der so umfiel. Ey. Party. Schnell zum Tor. Am Tor sind garantiert schon. Toll. Scheiße, es war so knapp. Es war so knapp. Ja, ich sag ja, diese Quest, die ist sowas von scheiße. Okay, einen Versuch machen wir noch. Okay. Vor allem, das sind auch wirklich sofort Maskeraden. Wo ist nicht, dass wir sie noch so einholen könnten am offenen Tor? Nein, natürlich nicht. Nö, nö, warum auch? Ich werde jetzt mal was ganz anderes probieren. Ich setze jetzt mal auf Schnelligkeit. Das hört sich falsch an. Oh, ja, aber es ist ja gut. Ich meine, es ist ja richtig, wollte ich sagen, oder? Das klingt alles falsch. Eieieiei. Okay, wir haben es. Ja, weißt du Bescheid, ne? Wir hatten es damals mit der Axt probiert, dann mit dem Hammer jetzt. Jetzt versuchen wir es mit unserer Nachbildung eines Katanas. Was ja ziemlich schnell ist. Ich hoffe, dass wir dadurch dann dementsprechend schneller mit denen fertig sind. Das hört sich auch falsch an. Ich sollte es einfach lassen. Wir werden allen Zombies eine Gratis-Rasur verpassen. Die glatteste Rasur der Welt. Ja, wo kein Kopf übrig bleibt. Genau. Das Blöde so ähnlich wie bei Sweeney Todd. Das Blöde ist nur, dass wir dann mehrere Schläge für die brauchen, blöderweise. Aber wir sind schneller. Hier! Hier! So. Also so viel länger braucht das gar nicht als der Hammer. Aber es ist schön schnell. Genau, deswegen. Ich glaube damals auch, der Let's Player, von dem ich das geguckt habe, der hat auch das Katana benutzt und hat es damit geschafft. Das kann sein, ja. Ich meine, ich habe das nämlich mal mit dem Hammer geschafft. Und wie gesagt, da musste dann praktisch jeder Treffer ein Volltreffer sein. Also so, dass sie zersplatten. Hier! Wow! Ungefähr so. Das war der Anfang. Ich weiß ja nicht, die dunkle Gabe hier, Geschwindigkeit hast du ja leider nicht, ne? Nein. Na, die hatte er nämlich zum Beispiel, das war natürlich dann auch noch ein Vorteil. Da hat er wahrscheinlich die Gangreel gespielt, ne? Nein, er hat Verführungswaffe gespielt. Achso, die Choreador, okay. Ah, Herr Anwalt, wo wollen wir denn hin? Das Gericht ist ja. Das Gerichtssaal, ja, der Gerichtssaal ist geschlossen. Vor allem für Sie. So, das war die Zeugin. Auch nochmal aus dem Weg, Opa. So. Opa macht einen Abgang. Scheiße. Der arme Opa. Ja, und die Tante hier, die schlägt uns einfach. Ich hab dir doch gar nichts getan. Jo, Splatter. Lass den Zombie doch, der kommt doch eh nicht da hoch. Egal, einfach mal töten. Nee, eben nicht egal, weil das kostet dich wieder Zeit. Deswegen, das ist ja mein Bedenken. Na, Mutti, alles klar? Die Floch. Oh, ich finde das schön. Der bewegt sich. Jo, Tor. Ja. So redet er über seine Mutter. Nein, hallo? Sag mal. Nein. Sag mal. Jo, Splatter. Ja, geil. So muss das sein, Leute. Immer schön. Was? Was denn? Der hat mich einfach weggepackt. Die. Auch noch nicht. Auch das noch.
die, ein weiblicher Zombie, backt mich weg. Tja. Vor allem backt mich weg, das hört sich auch seltsam an. Das sieht sie doch gar nicht, Mensch. Mann! Die bewegt sich! Die bewegt sich! Oh, wie die auseinanderfallen, ey, krass. Es wird immer mehr, es werden immer mehr Zombies. Eben, deswegen solltest du dir auf den Weg gehen. Ja, ich gebe mir ja schon Mühe. Auch wenn es nicht immer... dran. Ist ja auch nicht immer so einfach die Zombies in Ruhe zu lassen. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss Zombies töten. Ja. Dabei spiele ich kein Resident Evil. Ja, echt komisch. Ja. Aber er sagt, er muss Zombies töten. So, links direkt runter. Lass den Anwalt. Nein. Springen. Spring! Spring, du Sau! Spring, du Schwein! Ja, wir haben es fast geschafft, noch gerade mal knapp weniger als 2 Minuten. Sterb! Sterb! Geht doch. Weißt du, wie knapp das schon wieder war? Ja, ich weiß. Echt krass. Ich werde jetzt einfach mal die in der näheren Umgebung töten, so. Die Mutti bringen wir auch nochmal um die Ecke, so. Den Anwalt nehmen wir auch nochmal mit. Die Mutti geht ja. Beeil dich, du musst ein... Ja! Ja! Mensch! Ja, ja, ja! Ja, 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 genau. Schlimm. Wir schauen Zuzui und wir werden zu Zuzui, oder wie? Super. Nee, bloß nicht. Ich will nicht Zuzui werden. Dann wäre ich doch verpeilter als sonst. Fluggeschosse! Es könnte immer den Range-Modus gebrauchen. Also den nicht meinen, sondern den des Vampirs, Leute. Und noch 1 Minute, du schaffst es. Ich geb mir Mühe. Ich geb mir Mühe. Ja. Ja. Lass mich doch nicht bewegen, sie sind gar nicht. Doch, die haben sich bewegt. Das ist ja das Problem. Die werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann verlierst du den Überblick. Hat das nur ich so gesehen oder hat der Vampir vor allem? Ja. Das hat sich gerade sehr komisch bewegt, so. Ja. Als ob er alles laufen würde. Das kann durchaus sein. Vielleicht brauchen wir ja auch das echte Katana, weil es gibt tatsächlich auch noch das echte Katana. Das werden wir auch noch kriegen. Vielleicht brauchen wir das dann. Also wir werden jetzt erstmal ein paar andere Quests machen. Wir werden vielleicht später nochmal zurückkehren, um diese Quest zu erfüllen, wenn wir bessere Nahkampfwaffen haben. Denn wie gesagt, es gibt noch das echte Katana. Was viel vielleicht auch an sich eine bessere Geschwindigkeit haben. Weil ich weiß nicht, Geschwindigkeit haben wir doch auch als Fähigkeit, ne? Dass wir hochpushen können. Ich glaube... Nein, Geschwindigkeit haben wir nicht. So ein Scheiß. Wir könnten das ist natürlich schlecht. Wir könnten höchstens den bewaffneten Kampf verbessern. Das ist ja der Nahkampf, was ich sowieso total genial finde. Bewaffneter Kampf und Schusswaffen, ja. Mhm. Ja. Bewaffnete Waffen, ja. Nee, weiß ich nicht. Ja. Also, das ist ein Widerspruch an sich. Und jetzt gehen wir in Lars Lieblingsladen. Ja, genau. Wo ich jeden Tag bin, beziehungsweise jeden Abend. Also ich nehme jetzt auch hier gerade live auf. Mitgliedschaft. Ja, genau. Ich bin schon Stammkunde. Ich habe die Platin-Card. Du Scheiße. Oh, die guckt uns gleich. Oh, sag mal. Ja. Ach, jetzt guckst du wieder lieb. Komisch. Hm. Oh, wie verführerisch sie uns doch jetzt anguckt, ne? So, oh, ja, Honey. Miau. Wer bist du? I think. Oh, die würde... Hallo! Guckt uns dabei noch ein bisschen an. Come up to my room. Just 14 little steps. I'll make it worth it. Die Frau will gleich richtig loslegen. Aha. Ich gehe nur voran. Schreite weiter voran. Ja, genau. Ja. Extra eine Katze, nur um zu sehen, wie sie hochgeht. Sehr schön. Um auf ihren geilen Arsch zu gucken. Das hat sie jetzt gesagt, Leute. Ich habe kein Wort gesagt. Nicht, dass es nachher heißt, oh, du Chauvinist. Ja, ich habe seine Gedanken aber vorgelesen. Ja, genau. Genau, ist klar. Ja. Isn't this better?
You and me alone for just a little while. Oh, hast du schöne leuchtende Augen, Cherie. And the dangers, just the two of us. I don't want to spoil the moment, but there's a reason I needed to speak to you alone. Miau. Vor allem das Bild im Hintergrund ist auch sehr schön. Ja. Ich bin nur froh, dass bei der zweiten Möglichkeit steht, ich muss was für dich erledigen und nicht, ich muss es dir besorgen, irgendwie so. Oh, die Session wird immer geiler, irgendwie. Ja, voll geil. Ja. Ach du Schande. Oh, nehmen wir komm. Das doch gleich mal. Lass mich raten, ich soll irgendetwas für dich besorgen, erledigen. Was? The way we get conditioned so quickly, isn't it? The reason I das hört sich auch gerade geil an. I didn't want you to say anything to attention. Oh, wir können unsere Verführungskünste anwenden. Machen wir das doch mal. Oder? Ja. Wollen wir? Auf jeden Fall. Bist du sicher, dass das der einzige Grund ist, Honey? Miau! Maybe not. I'm Velvet. Valor. Call me Velvet. It's been months since I've seen anyone new here. Miau! I was starting to take it personally. And who should finally walk in but a real celebrity? I've heard a lot about you. So, you just want to know about me. Miau! Boah, die erste Antwort ist so fies, ey. Das ist fies, ja. Ich würde sagen, die zwei, oder? Ist am höflichsten. Ja. Wonach sollte ich fragen? I'm like a book. Schöne Frage. All you have to do is run your finger down my spine and crack me open to see what you have. Hallo! Erzähl mir von deinem Jägerproblem. Danach können wir dann unsere Finger einbringen. Hey, hallo, Alter! Ich hab nur vorgelesen. Meine Güte. Ich kann nicht mehr. Was meinst du? One of them was working here at Vesuvius, keeping an eye on the clientele. I found a weapon in a locker. Oh, ich kann nicht mehr. She's still in Hollywood watching my club. Oh, ich gehe kaputt, ey. Ich könnte mich vielleicht um sie kümmern. Hallo. I think it might be a little much to ask. Sicher, es wäre ein Verbrechen, wenn einer Frau wie dir etwas passierte. Hallo. You'd really be willing to do this for me. I won't lie. It's gonna be dangerous. But if you got rid of her, I'd be grateful. Ja, ne? Very. Oh, very sehr, grateful. Sehr dankbar. Oh, hallo. Miau. Das hört sich gut an. Wo ist sie? Ach, du Schande. Broken heart tattoo on the small of her back. Dances under the name Chastity. As if that were... Jedenfalls oben. I want you to understand. Oh god. I don't want any innocence can be done. So if there are other dancers or patrons around, you'll have to lure them away from her. Do it as quietly as you can. No witnesses, please. And be careful using disciplines around the hunter. Wollen wir gehen? Ja, ich verstehe. Ich kümmere mich um dein Problem. Miau. Miau. Kannst dich ja noch ein bisschen im Club sonst umsehen, wenn du möchtest. Das war's. Und tschüss. Schnell raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier.